nicht ohne Grund hier, ne? Ja. Auf jeden Fall, Ich will dich ja nicht ärgern, aber ich bin froh, dass ich zu Hause bin. Ist gut, Sim. Und jetzt halt die Klappe. Tut mir leid. Auf jeden Fall, Dingsbums, der, ich weiß nicht, wie das mit den Unscreens ist, wie ihr das halt so findet. Ich weiß nicht, was du mit dem klassischen Tomb Raider meinst. Klassische Tomb Raider für mich nicht unbedingt. Schau ja immer Streams nach. Okay. Ich habe zwar keine Ahnung, was du unter klassischem Tomb Raider meinst. Oh, einmal falsch gesprungen. Ich habe das von 2013. Da kommst du nicht rüber. Und wenn du schwimmst, endest du als Eis am Stiel. Jetzt müsste man übers Wasser laufen können. Ich will dich ja nicht ärgern, aber ich bin froh, dass ich zu Hause bin. Tomb Raider 1 bis 6 habe ich leider nicht. Ich habe nur die etwas neueren. Legend ist das älteste, was ich habe. Ich glaube, danach kommt Angel of Darkness. Haben wir ja vorgestern nochmal angeguckt. Ansonsten habe ich in der Steam-Bibliothek noch, wie gesagt. Lara, die muss doch saukalt sein. Ist alles okay mit dir? Meine Knochen. Warum? Och Mann, was soll das? Warum springst du denn permanent da rein? Was zum Geier? Ja, Anniversary hab ich. Underworld hab ich. Jetzt müsste man übers Wasser laufen können. Und halt die etwas neueren. Ist gut, ja. Und jetzt halt die Klappe. Tut mir leid. Von daher. So, nach links könnte ich, um Schatz zu holen. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich will. Diesbezüglich bin ich deswegen mal ganz entspannt. Doch, das kriege ich hin. Muss ich da noch weiter? Nee, ne? Ich versuche immer um die Ecke zu gucken. Ich lasse mich bei solchen Spielen immer so voll mitreißen, weil ich denke immer so, wenn ich mich selbst so drehe, dann müsste das doch eigentlich klappen oder so. Ich weiß nicht. Manchmal habe ich das. Wenn ich wirklich so tief in einem Spiel drin bin, dann bewege ich mich da mit. Seid froh, dass ich mich nicht hinstelle. Oh! Wow! Oh, schon noch Jadebrill. Die waren beim letzten Mal zum Glück nicht hier. Ja, sonst hätten sie dich gefressen. Und jetzt wäre dir das aber auch alles recht scheißegal gewesen. So, muss man mal kurz aufs Handy gucken. Ich weiß ja, wenn ich wirklich so mittendrin bin, seid froh, dass ich Dingsbums gerade nicht, wie heißt's, dass ich es nicht ganz übertreibe mit von wegen ich, warte mal, ich weiß, aber ich weiß, wer da ist. Will ich da erstmal runter? Gerne erstmal die Gegner so ein bisschen abklatschen. Ja. Lass mich raten, das fällt runter. Ja, es ist aber nicht ganz safe. Okay, aber es passt. Nee. Okay, ich dachte, ich könnte das irgendwie. Ach, Lara. Was ist das denn für ein Schrei gewesen? Ist ein bisschen nervig. Die Steuerung liegt. Ach so, der war ja da. Der war ja was. Die waren beim letzten Mal zum Glück nicht hier. Was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, ist, hab ich vergessen. Nee, wenn ich wirklich
richtig nah beim Dingsbums am Spiel bin. Hallo Puma. Waren damals nicht geschlossen. Ich fürchte, ich muss rausfinden, wie man sie öffnet. Ja, das kriegen wir schon hin. Ist das denn der gleich? Oh, Lara, bitte. Da sollst du einmal runterfallen. Das mit dem kleinen Gewicht. Ich weiß, was da hier abgeht. Die Frage ist nur, ob das mit dem kleinen, ob das mit dem großen Gewicht ausreicht. Der jetzt hier drauf. So, jetzt müsste ich weiß halt nicht. Es kann sein, dass ich das große Gewicht hätte nehmen sollen. Dann sind wir nämlich im Gleichgewicht. Ich glaube nämlich. Ja, doch, das passt. Gewicht sein, okay. Reicht der? Nee, das Goldene muss da hoch. Die Frage ist, wie? Weil jetzt... Doch, jetzt stimmt das schon. Okay, 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 alles klar. Ich dachte, die müssten... Ich dachte, ich habe da jetzt bei dem Rätsel doch mehr interpretiert als gedacht. Ich dachte irgendwie, die müssten so in einem gewissen Gleichgewicht sein, etc., etc. und so Sachen. Aber irgendwie hat sich das jetzt... Hallo? Wieso? Was? Jetzt zieh, 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 zieh. Ja, nein. Normalerweise... Wieso klappt das denn nicht? What? Ach so, ja, da bin ich. Och, Kamera, bitte. Was soll das? Also wenn wir demnächst wieder ein Tomb Raider spielen, dann werden wir das von 2013 spielen, weil zweimal so eine... jetzt klappt es auf einmal. Hat das irgendwas bewirkt? Oder muss es genau sein? Ich bin bei diesen solchen Spielen echt nicht so ganz sicher. Jedes Objekt hier hat eine symbolische Funktion. Wenn die Welt da draußen doch auch so wäre. Gut. Ist soweit auch okay. Trotzdem will ich mich erst nochmal umgucken. Genau wegen solchen Sachen. Wie gesagt, es wird kein 100% Run werden. Aber ich will trotzdem noch mitnehmen, was geht. Folgendermaßen. Das nächste Tomb Raider, was wir spielen werden, wird, wie gesagt, das von 2013 sein. Dass ich nicht ganz so permanent hier die alten Tomb Raider mit dieser klobigen, schlechten Steuerung habe. Ich weiß nämlich auch, warum ich Underworld so ein bisschen hin und her schiebe. Es ist zwar ein schönes Spiel, hat mir auch gefallen, so von der Optik her und allem drum und dran. Aber folgendes. Das Problem an Tomb Raider Underworld ist, dass ich im ersten Level dauerhaft mal, es gab mal eine Zeit, da habe ich im ersten Level dauerhaft verkackt. Lag einfach daran, dass ich, ja, nicht weil ich
schlecht war oder sonst was, sondern lag einfach daran, dass ich, da gab es irgendwie so eine Unterwasserhöhle und die Unterwasserhöhle habe ich nicht geschafft, weil egal wie ich gestanden habe, die Lara musste dann irgendwie so ein kleines Quadrat aufheben und es auf den Schalter stellen. Und das hat einfach nicht geklappt. Immer wenn ich das Quadrat auf den Schalter gestellt habe, ist das automatisch vom Schalter runtergerutscht. Und ja, da habe ich dann halt privat das dann so gezockt und es hat wirklich 2,5 Stunden gedauert, bis es gecheckt, oder fast eine Stunde. Ja, Mist. Naja, eins nach dem anderen. Hat halt 1,5 Stunden gebraucht, bis ich, ja, so eine Stunde ungefähr mindestens. Woher wusstest du, bis ich dass das dort ist? Gemacht ein paar Sekunden, okay? Also, bis das halt da war. Also bis dieser kleine Viereck auf dem Schalter so geblieben ist, dass du hättest das Tutorial-Level weitermachen können. Ich denke mir so, nämlich verarschen? Und das war halt echt saunervig. So, die Unterwassergedöns war ja ganz klar. Bis du in die Katakomben gekommen bist vom Anfang. Und dann ist halt übel. Ja, die Kraft des Schwerts jetzt da drauf übertragen. Voila, Excalibur. Nicht übel, Lara. Aber da fehlt noch ein Stück an der Spitze, meine ich. Es ist zerbrochen. Aber vielleicht... Ich schätze, langsam sollte ich rausfinden, wie ich herauskomme. Könntest du Excalibur mal schwingen? Nur so zum Spaß? Das ist ein Artefakt, kein Spielzeug. Ist ja groß. Ich glaube, ich kann jetzt hier ganz viel Aua machen. Lass mich raten, das ist wieder so ein Quicktime-Event. Das wird so ein Laufding. Gut. Schön. Willst du dich noch umsehen, Lara, oder bist du fertig? Wir fliegen nach Bolivien zurück. Dann sehen wir weiter. Gut, Lara hat Excalibur auf dem Rücken. Und naja, das war halt voll nervig beim Dingsbums. Bolivien, was habe ich denn eigentlich für Kostüme? Weißt du was? Wir machen es mal folgendes. Nee, komm, drauf geschissen. Das machen wir später. Wir können ja gleich nochmal Craft Mana besuchen und gucken, was wir der Lara so Knackiges anziehen können. Dafür brauche ich einen klaren Kopf, Leute. Also bitte lenkt mich nicht ab. Viel Glück. Jeder, der sich zwischen mich und den Stein stellt, stirbt. Halt! Ich will nicht, dass etwas Schlimmes passiert. Also komm lieber nicht näher. Töte sie! What? Ich würde sagen, es ist ein bisschen overpowered. Leute, die Dame hat hier ein Schwert, was Blitze schießt. Es ist ein bisschen dumm. Ich würde machen, dass ich hier rauskomme, egal wie viel ich bezahlt bekomme. Es tut mir leid, Amanda. Wirklich. Was tust du? Geh sofort da weg! Deshalb bin ich hier. Lass mich raten, die lässt jetzt ihr Hündchen. Das brauchst du nicht. Wir können es beide tun. Es funktioniert nur einmal. Und ich werde es tun.